Hoi, Mina! Willkommen zurück bei One Piece Roman Sedan! Wir sind auf Syrup. Wir sind nicht auf, wir sind in Syrup Village und bekämpfen gerade die Black Cat Piratenbande und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Big Boss. Und ich sehe gerade, ich hätte hier speichern können im letzten Part. Aber egal! Wir speichern kurz. Yo! Und das angenehm schnell, würde ich mal vermuten. Lager. Wir haben noch sehr viel Platz. Wir legen mal ein paar Sachen ab. Wasserball macht nochmal. Füg Gegner einen leichten Wasserschaden zu. Ziel ein Gegner. Na ja, komm. Das kann weg. Grasgewand. Wir können Soppe garantiert noch nicht einkleiden. Also werden wir einfach mal alles, was wir jetzt hier so gefunden haben, wieder in die... ins Lager stopfen. Oh, ja, ich kann auch einfach so machen, sonst dauert das ewig. Komödienkönig. Halt, so. Das brauchen wir alles nicht. Ablegen. Also, ich kann jetzt nur ablegen. Oh, ich dachte, ich darf jetzt auch was mitnehmen. Verdammt! Sonst hätte ich jetzt Gegengift mitgenommen. Scheiße! Egal, wir gehen jetzt einfach weiter. Wir kämpfen nicht gegen, wie heißen sie doch mal, gegen Siam und Flecki mit Zorro. Siam und Flecki sind ja, also Siam ist ja der Buckelige mit dem Quasimodo-Buckel von den beiden Katzenbrüdern und Flecki ist der Dicke, die Zorro im Anime und Manga auch platt macht. Gegen die kämpfen wir jetzt nicht, das ist ja doof. Gegenstandsfertigung. In der Gegenstandsfertigung kannst du Gegenstände fertigen oder zerlegen. Ja, erkennt sich eigentlich von selber. So kannst du neue Gegenstände erschaffen. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun. Du kannst einen Gegenstand aus einer Liste auswählen oder versuchen, einen ganz neuen Gegenstand zu schaffen. Cool. Muss ich mal bald ausprobieren. Vorher wüsste ich bloß gern, warum ein Außenstehender sich hier einmischt. Es gibt hier wen, dessen Tod ich verhindern möchte. Will. Das ist alles? Dafür riskierst du dein Leben? Und ob? So groß ist das Risiko ja nicht. Verbal eins reingedrückt, ganz schnell. Was? Sofort er? Alter. Jammerer! Boah, die Kampfmucke ist ganz nett. Mist, der hat geblockt. Der Sauhund. Ja, ich bin ausgewichen. Geil. Alter, man muss echt schnell reagieren können. Ja, das kann ich nicht immer unbedingt. Komm, komm, komm. Yush. Jawollo. Immer schön drauf. Oni. Giri. Jawoll, richtig drauf, ey. Ach, einmal nur geschafft auszuweichen. Ich schaff das schon noch öfter, keine Angst. Oh. Alles klar. Also wenn er sich auflädt, dann sollte ich ihn wohl doch nicht angreifen, ne? Ich riskiere es trotzdem. Ah, doch noch erwischt. Kuro. Erstmal ein bisschen hier zur Seite. Ich muss sagen, Lysop hat echt eine geile Reichweite. Das ist cool. Josh! Komm, komm, noch!
Und sind da, ja. Boom. Captain Black macht sich mal ewig. Oh, oh. Mist, nur einmal wieder. Ksa. Huch, das wollte ich nicht. Kabake! Nani! Jetzt triff aber! Ja, wenigstens etwas. Jusch! Okay. Ah, er geht wieder auf Lysoppe! Nein, der Todesbuckel! Alter! Lysoppe! Josh! Boom! Ja, tut mir leid, wenn ich ein bisschen ruhiger bin, aber... Ja, man muss sie schon... Ah, super! Ne, ich möchte jetzt keinen... Minus haben. Ich werde mal Lysop ein bisschen was zu schnabulieren geben. Bevor er gleich noch abkratzt. Josh, arigato, Zoro! Na, warte. Oi, oi. Hey, mal wieder auf Lysop. Josh! Ich stelle mich mal zu denen. Dann können die anderen auch mal besser treffen. Ja, geschafft! Josh! Yay! Zwei Level-Ups, cool! Hypnotisierhut und eine Schatzkarte D. Alles klar. Jusch! Das war's schon. Cool, ging ja relativ schnell. Ha! Du hast es geschafft! Du hast Captain Black besiegt! Nicht mal ein voll ausgerüstetes Marineschiff konnte den Captain ausschalten. Alles klar. Aber du hast ihn geschlagen. Wer zum Teufel bist du? Monkey die Raffi. Ich bin der zukünftige Piratenkönig. Ich lasse mich von einer Bande namenloser Piraten nicht unterkriegen. Ein Pirat kann seinen Namen ablegen, wenn er stirbt. Vorher nicht. Merk dir, wie ich heiße. Bald werde ich Piratenkönig sein. Wie geil sah das denn aus? Nimm das. Und komm nie wieder her! Uah! Weg hier! Gut gemacht! Du hast nichts gemacht. Ich schätze, das war sogar für dich eine harte Nummer. Was war denn los? Ich hasse diese Kerle. Sie machen alles falsch. Hä? Was meinst du? Sie sind nun mal Piraten. Ich will Fleisch. Du, was? Fressack. Oi, können wir das bitte geheim halten? Ach, wo kommt ihr denn auf einmal her? Was? Was? Geheim? Warum denn? Ich verstehe es nicht. Ja, wir haben so hart für das Dorf gekämpft. Ihr wart gar nicht da. Sie müssen wissen, was du getan hast. Du wirst der Held des Dorfes. Du musst deinen Ruf bereinigen. Ach was, das hat keinen Sinn. Bin ich halt ein Lügner, so wie die ganzen Jahre zuvor auch.
Ich will sie nicht mit der Nachricht vom Angriff beunruhigen. Ich glaube wirklich nicht, dass noch mal wer dieses winzige Dorf angreift. Es ist teilweise so nah zusammengeschnitten, dass ich nicht erkenne, dass da ein Leerzeichen zwischen ist. Und dass Zwiebel, Paprika und Möhre jetzt erst auftauchen. Also die Substory haben sie jetzt hier ziemlich halbherzig ins Spiel reingequetscht, würde ich mal sagen. Also da hätte man ruhig, ich meine, ich will nicht so viel lesen, aber da hätten sie ruhig ein bisschen mehr machen können. Also wenn, dann sollten sie schon jeden wichtigen Aspekt reinklatschen. Alle halten diese Gegend für so friedlich. Wir sollten so tun, als wäre nichts passiert. Rein gar nichts. Es war bloß eine Lüge. Hahaha! Ist super. Ich werde euch nicht zwingen, aber... Nein! Ich mache mit! Das ist das Beste für sie! Ja, ich auch! Und ich! Ich sage es keinem! Außer vielleicht meiner Mama! Kaya, fällt dir das schwer? Nein! Danke, ich bin euch was schuldig. Ohne euch würde es dieses Dorf nicht mehr geben. Nun komm schon. Ohne dich wären wir nicht mehr hier. Ja, eigentlich stimmt das schon. Genau! Ist doch auch egal. Ich hab meinen Schatz! Aber das alles hat mir etwas gezeigt. Hä? よく戦ったな。あの黒猫海賊団相手にだ。俺はキャプテンとして非常に花が高い。そこで唐突だが俺は一人で海へ出ようと思う。本物の海賊になるんだ。キャプテン。理由は一つ。海賊旗が俺を呼んでいるからだ。世話になったな。お前ら村のみんなには黙っていくつもりだ。 よろしく言っといてくれ。キャプテン、嘘でしょ。この場所を覚えてるか。俺たちが初めて出会った場所だ。そんな思い出話聞きたくないよ。いろいろあったな。嫌だよ。行くな、キャプテン。お前らの野望は何だ。サカボを経営することです。大工の棟梁になることです。 それぞれの野望の火を絶やすことなく、己の道を突き進むことをここに誓え。今日限りをもってウソップ海賊団を解散する。 Alter, wie geil, ey. Oh, bitte mehr von solchen richtig geil animierten Szenen, das ist ja Hammer. Ah, hier seid ihr. Hey, Lady! Na, öfters im Städtchen. Geht's dir gut? Ja. Die Krankheit, es begann, als ich meine Eltern verlor. Aber irgendwann muss ich selber für mich sorgen. Das schulde ich Lissop. Aber wie dem auch sei. Ihr wollt ein Schiff, oder? Gibst du uns eins? Boah! Eine Karavelle! Wow! Ah, hier seid ihr! Sie ist nicht ganz neu, aber von mir selbst entworfen. Wie man sieht, an der Galionsfigur. Sie heißt Flying Lamb. Oder im Original Mary. Zur Navigation hat sie einen Klüver. Ja, einen Klüver und ein Mittelruder aus Stahl. Das ist eigentlich aus Holz, aber egal. Wart ihr das? Die Gruppe, die die Black Cat Piraten besiegt hat? Ich hätte mir euch größer vorgestellt. Das sagt er überhaupt nicht im Original. Wir dürfen es wirklich haben? Ja, sie gehört euch. Und was die Takelage angeht,
So müsst ihr nur das Ra-Segel verstellen und... Raffi hat von nichts Ahnung. Vergiss ihn. Vergiss ihn. Sag einfach mir Bescheid. Was für ein Schiff! Sie ist mit allem ausgestattet, was ihr braucht. Danke. Oh Mann, was für ein Traumschiff. Ha, nettes Wortspiel. Alter, bescheuertes Wortspiel. Bitte haltet mich auf! Suppe! Was macht er? Haltet ihn lieber auf, er hält direkt auf das Schiff zu. Verzeihung. Ah. Willst du uns wirklich verlassen, Lysop? Ja, besser ich breche auf, bevor ich es mir anders überlegen kann. In Ordnung? Natürlich, ich habe mir schon immer gedacht. Oder das habe ich mir schon immer... Egal. Ich will dir nicht wehtun. Wenn ich wiederkomme, bin ich ein großer Held der Meere. Größer als jede Lüge. Genau. Ich freue mich schon auf deine neuen Abenteuergeschichten. Wir sehen uns, okay? Warum? Hä? Was soll das heißen, warum? Versteht ihr nicht? Ich werde Pirat. Vielleicht treffen wir uns irgendwann wieder. Mach schon, komm an Bord. Steig ein. Hä? Wir sind doch Freunde, oder? Ich bin doch der Captain. Ich bin aber der Captain. Vergiss es, ich bin Captain. Ja, das ist wenigstens halbwegs original vom Manga-Anime übernommen. Der Captain, er ist wohl weg. Ja. Aber sie werden bestimmt gut auf ihn aufpassen. Ja, ich kenne keinen, der so stark ist. Ach ja. Er wollte immer Pirat werden. Die Dorfbewohner sind bestimmt traurig. Garantiert. Er hat Leben ins Dorf gebracht. Hä, ich habe eine Idee. Was? Lämmchen. Ja? Es fällt mir schwer zu lügen. Ah, du meinst Beauregard. Nein. Ehrlich gesagt wollte ich Lysop gerne aufhalten. Kaya, ich habe einmal eine Geschichte über seine Kindheit gehört. Kurz nachdem sein Vater das Dorf verlassen hatte, verlor er auch seine Mutter. Oh. Am Tag, bevor seine Mutter starb, als sie dem Tod schon ganz nah war, was meinst du, hat er da gesagt? Die Piraten kommen! Nach dem Tod seiner Mutter schrie er es weiterhin. Er hoffte wohl, das Schiff seines Vaters würde zurückkehren. Er hoffte, dass sein Vater ihn holen würde. Wie die Dorfbewohner sagten, war ein Körnchen Wahrheit in seinen Lügen. Als Weise, der niemanden hatte, wollte er sicher, dass es dir besser geht als ihm. Du musst jetzt stärker sein, Kaya. Das schuldest du ihm. Er hat viel für dich getan. Ja. Los! Im Ernst? Jawohl! Ich werde der nächste Kapitän. Die Piraten kommen! Nicht so da, sie kommen! Hör mal! Ja, Kaya? Ach so! Hör mal! Ja, Kaya? Ich werde Ärztin! Oh, das ist ein bewundernswerter Traum, Kaya! Kampai! Auf unser Schiff! Hab ich doch gesagt, Kampai! Tada! Unsere Flagge! Hahaha!
Das Wappen habe ich mir selbst ausgedacht. Unsere Flagge? Oh Mann, keinerlei Sinn für Kunst. Falsch! Ich finde, es hat künstlerischen Anspruch. Piratenflaggen sind Symbole des Todes. Oder zumindest der Angst. Und? Bitte, ey. Du stinkst? Dann lass mich das machen. Du stinkst, was Beklopptes. Hey, dieses Zeichen ist ganz anders. Oh, mir gefällt's. Na bitte. Das ist dasselbe Zeichen. Los, malen wir es auch auf, das malst du auch auf das Segel. Zu Hause habe ich immer die Wände voll gemalt. Ich habe ein gutes Händchen beim Zeichnen. Es ist perfekt. Jetzt ist die Flying Lamb endlich bereit, in See zu stechen. Jetzt ist unser Schiff voll cool. Fertigung neuer Gegenstände 1. Du kannst Zutaten miteinander kombinieren, um neue Gegenstände herzustellen. Wähle zwei Zutaten aus. Wenn sie zusammenpassen, wird der Name des neuen Gegenstands angezeigt und du kannst die Fertigung abschließen. Ah, alles klar. Im Gebiet N, ich glaube von Norden aus, von Syrup Village wurde eine zuvor unentdeckte Insel gefunden. Liegt dort der Schatz? Nein, liegt er nicht. Im Gebiet von Orange wurde eine zuvor unbekannte Insel entdeckt. Das Gebiet von N von Shellstown ist im Besitz von Captain Morgan. Die Piraten dort wohl eine Chance haben? Okay, von Captain Morgan. Soll ich den jetzt platthauen oder? Komm, wir werden zwar jetzt hier den. Alter, das ist aber ganz schön viel. Labyrinthinsel, Tropeninsel, Labyrinthinsel. Drei neue Inseln? Alter, da haben wir ja einiges an Krempel, den wir noch schaffen können. Ich würde mal sagen, wir werden, wenn Bosse wieder auftauchen, was jetzt ein bisschen unrealistisch ist, weil morgen von der Marine einkassiert wird, aber egal. Wenn Bosse auftauchen, werden wir sie kaputt hauen, ansonsten werden wir der Story folgen. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, im nächsten Part hauen wir erstmal morgen kaputt. Und je nachdem, wie das dann abläuft, das werden wir jetzt einfach mal gucken, ob wir einfach nur kämpfen oder wieder laufen müssen. Wenn wir einfach nur kämpfen können, werde ich das immer wieder machen. Und ansonsten werde ich es ignorieren. In dem Sinne, sayonara, meine kleinen Nakamas. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder.